Klaas? Ja, was ist los? Geht's dir gut? Nee, geht es gut. Hör auf, den Knopf zu drücken, bitte, wenn du so. Ah! Was ist das? Schön, dass du da bist. Überraschend. Das ist unsere Welt, wie wir sie kennen. Doch diese Welt wäre nicht dieselbe ohne die Erfindungen der Menschheit. Seit Jahrhunderten erschaffen große Persönlichkeiten Neues. Technische Errungenschaften, die uns besser machen. Die Leben retten. Erfindungen, die die Grenzen des Möglichen immer weiter verschieben. Nun gibt es eine neue Erfindung, die den wichtigsten Erfindungen der Menschen in nichts nachsteht. Eine Erfindung so einzigartig wie die Menschheit selbst. Der Edgar Cut. Eine Frisur. Populär geworden durch TikTok. Was machen wir? Edgar Cut. Der Haarschnitt einer ganzen Generation. Heute ist der Erfinder bei Late Night Berlin und schneidet exklusiv einen Edgar. Hier ist Starfriseur Shane Levin. Danke. Ich kenne dich natürlich. Natürlich kenne ich dich. Und zwar nachts um 12. So, sehe ich das dann immer. Guck mir das bis zum Ende an. Erstmal mal abseits vom Thema geile Uhr. Danke. Ja, die ist aber ganz schön iced out. Ja, ja. Naja, das besprechen wir dann mit Shindy, wenn es vorbei ist. Aber ja, du bist der wahrscheinlich momentan bekannteste Friseur von allen. Ja, auf den sozialen Medien, ja. Ja, ja. Würde ich sagen, ja. Hast du dir diesen Edgar Cut denn ausgedacht oder warum heißt der überhaupt so? Was ist das eigentlich? Also der Edgar Cut ist im Prinzip, habe nicht ich erfunden. Der gibt schon seit 5, 6 Jahren, sicher schon in Amerika ist der, wurde dort ausgeführt. Aber ich selber habe den im Prinzip so im deutschsprachigen Raum ja, veröffentlicht. Und, ja. Du hast den importiert praktisch, kann man ja, sagen. Ja, genau, importiert kann man sagen. Ja. Ja. Ja, so wie Jeans und Popcorn früher aus Amerika. Genau. Ne? Ja klar, irgendwo kommen die Sachen her. Ich möchte beginnen mit den ersten zwei Fragen, die du sonst auf TikTok deinen Kunden stellst. Yo, Bro, was machen wir? Und wie lange bist du hergefahren? Ja. Also was machen wir hier heute? Das ist ja echt mal eine gute Frage. Und wie lange bist du hergefahren? Interessiert mich. Ja, also heute, wie du ja mitbekommen hast, schneide ich heute einen Edgar-Cut. Ja. Genau. Und wer ist der Glückliche? Das sehen wir gleich noch. Ich will auch diese Anspannung noch ein bisschen lassen, Klaas. Weil du hast ja erst letzte Woche hast du zu mir gesagt, ey, weißt du was, ich mache jetzt den Bart ein bisschen kürzer, aber die Haare lasse ich erst mal wachsen. Da dachte ich, sehr gut. Nein, wir warten mal ab. Jetzt sprecht doch erstmal, lernt euch doch erstmal kennen. Ich habe ja auch. Also ich wir hab haben auch, da was aufgebaut. Jetzt macht doch erstmal. Ich habe auch weiter. Leute, die ich kenne, so, ne? Also, die also mit mir wohnen und so. Die jetzt macht doch erstmal weiter. Ja. Gut, wie oft denken Leute, dass du selber Edgar heißt? Ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten wissen schon. Die wissen, dass das ein Edgar Cut ist. Ja, 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 ja. Und der ist, man kann ja schon sagen, der Haarschnitt, der polarisiert ein wenig. Ne? Ja. Es gibt welche, die finden den ultra schön. Und dann gibt es welche, die sagen, warum haben sie dem das Toupet falsch rum aufgesetzt? Ja? Klaas, würdest du dir als ehemaliger Friseur zutrauen, selber einen Edgar Cut zu schneiden? Nein. Und das muss ich dazu sagen. Ich glaube, es ist nämlich genau. Darin, das muss ich dazu sagen. Es ist also handwerklich. Jetzt mal völlig das Geschmackliche kann man ja mal separat besprechen. Aber handwerklich ist es die absolute Meisterleistung des Herrenhaarschnitts. Das darf ich wohl sagen. Ja, dann. Ja? Danke. Das muss man sagen. Dieses Übergangslose, da ist ein Fasson, ist ja ein gut gemachter Fasson ist dagegen mit der Heckenschere getrimmt. Ja. Das muss man, das geht ja wirklich von null auf einen halben Millimeter und dann so ganz leicht drüber, ja? Mhm. Und das kannst du gut, ne? Das kann ich gut. Warum ist der so polarisierend, dieser Haarschnitt? Ja, halt die Franse ist natürlich sehr tief, verbunden mit den Konturen. Und viele nennen es auch Topschnitt. Ja.
Ja, es gibt manchmal Leute, ne, die gehen dann zum Friseur und dann sehe ich schon, wie die Friseure aussehen, und dann denke ich, da gehe ich nicht hin. Ne? Ja. So. Entweder ist da im Hintergrund ein DJ und man denkt, wie soll ich dem je erklären, was ich will? Ja. Ja? Oder der raucht beim Schneiden, geht auch. Oder er hat selber eine Frisur, von der ich denke, ausprobiert hast du ja schon. Warum bei mir, ja? Jetzt hast du gar keinen Edgar-Cut. Nein, ich habe keinen Edgar-Cut. Aber ich habe Teil eines Edgar-Cuts. Nämlich der Taper Fade. Der Taper Fade, was eigentlich nur heißt, das ist der Taper Fade ist ja eigentlich wie so eine amerikanische GI-Frisur, ja, das ist eine fast militärische Frisur. Mhm. So, aber der Gag ist ja hier der hier. Ja, genau. Ja, wir gehen mal nach vorne, dann kommt mal mit. Könnte man denn mit Klaas Frisur so eine Frisur machen? Könnte mit den Haaren? Ja, könnte man. Echt? Gute Nacht. Na, komm doch mal mit. Also. Klaas, ich kann dich entlasten. Wir haben. Oh Gott. Also, komm mal mit. Also, wir haben einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bei Florida TV gefunden, die bereit ist, sich diese Frisur heute hier live schneiden zu lassen. Und zwar bereit ist, das zu tun für diesen Fernseher. So, das heißt also, das ist der Preis, den kann die Person gewinnen. Es gab wochenlange Verhandlungen. Ich erinnere mich, Klaas hat mir eines Nachts, ich glaube vor 2 Monaten, dann eines deiner ersten Videos geschickt und hat gesagt, guck mal, wie witzig. Und dann gesagt, ja Klaas, aber du machst es nicht, ich mach es nicht, was tun wir? Wir können dich doch niemals einladen. Naja, mit hier. So, und dann haben wir überlegt und so, wie könnte das möglich sein? Dieser Fernseher ist das Mittel, den gibt es für eine Person. Klaas, komm mal hier rüber, du kannst mal riechen, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin könnte es sein? Kennst du auch schon seit über 10 Jahren, würde ich sagen. Schmitti ist es nicht. Für einen Fernseher, ein Tipp. Also, ich rieche jetzt mal. Und da würde ich sagen, oh nee, du bist ja hier, du bist es auch nicht. Ich weiß nicht, nee, ich kann am Geruch nicht erkennen, was... Es ist Fabi! Ich hab heute... Warte mal! Warte mal! Ist das nicht lieb von Fabi? Ja, du kriegst aber auch einen Fernseher. Er kriegt den Fernseher, aber nur, wenn wir es heute machen, Fabi. Ne? Ja. Du musst gleich noch mal in die Kamera die Einverständnis sagen, dass wir dich nicht unter Druck gesetzt haben. Soll ich dir sagen, was wir... Was haben wir haben uns getroffen vor einer Stunde, weil wir was besprochen haben. Und was habe ich da zu dir gesagt, als du reingekommen bist? Was habe ich gesagt? Deine Haare sind so schön lang. Das Weil du sonst immer kürzere Haare hast, habe ich gesagt. So. Die sehen irgendwie so schön aus, das steht dir aber gut. Naja, gut, es war ein kurzes Glück, aber wie sagt man, Glück macht das durch Höhe wett, was ihm an Länge fehlt. Und da sind wir doch schon wieder beim Taper Fade. Also, du fängst jetzt an, Fabi, verabschiede dich von deiner seriösen Frisur. Ich hoffe, du hast keine Termine beim Bezirksamt in den nächsten Wochen. Und wenn, dann wird es halt witzig, ne? So, wir können weitermachen, beziehungsweise du mit der Sendung. Und ihr fangt an, oder? Ja? Ja. Okay, ich finde es super, dass du es machst. Ja. Vielen herzlichen Dank. Soll ich deine Jacke aufhängen? Sehr gerne, ja. Ich hänge deine Jacke auf. Super. So. Wir gucken immer mal wieder nach. So. Gut. Wir gucken immer mal wieder nach, ja, aber du darfst es jetzt nicht mehr sehen. Erst ganz zum Ende dieser Sendung zeigen wir dir das Ergebnis. Na, echter ja. Edgar. Ja, das ist doch schön. Also diese also, was ich daran schön finde, ist... Dass du es nicht machen musst. Ja, dass ich es nicht mache. Aber das ist eine geile Geschmackssache. Das würde bei mir nicht aussehen. Ich bin zu alt dafür. Ja. Ich glaube, guck mal, Fabi ist wirklich das ist ein junger, frischer Mann. Und wenn man einen Edgar-Cut hat, aber hier fangen schon so die Lachfalten an, ja? Das ist einfach, wenn man nicht weiß, ist es die Kante von der Frisur oder ist es hier die erste Falte, dann ist man zu alt für den Edgar-Cut. Also bei manchen sieht es natürlich idiotisch aus und bei Fabi gleich auch. Ja. Aber nochmal gucken nach Fabi. Du bleibst aber da, du darfst noch nicht sehen. Ja? Wir zeigen es dir erst am Ende der Sendung. Ich fühle mich ein bisschen wie Brigitte Büscher von Hart aber fair, dass ich jetzt noch mal ins Gästebuch gucke. Du bist aber auch so ein bisschen wie bei Vermisst, wenn du so hinter die Ecke gehst und mal guckst, wie da der GI, der in den 80er Jahren in Deutschland eine gute Zeit hatte, wie der jetzt so gerade wartet auf seine Tochter. Er freut sich auf dich, sagt der Klaas. Ja. Also, ja, da ist schon was zu erkennen. Was ist das jetzt für ein Arbeitsschritt? Ich mache jetzt gerade den Nacken, das ist ein Taper Fade im Prinzip. Ja, oben habe ich noch nicht geschnitten, genau. Ja, sieht schon gut aus, Fabi. Machen wir weiter so. Also da kann man sich auch was freuen, Klaas. Ich habe heute hier einen Überraschungsgast gehabt und es ist ein ganz fantastischer Friseur. Und was der kann, ist unserem Mitarbeiter Fabian.
den wir schon sehr lange kennen. Der immer ganz, ich sehe es also, gerade auf dem Bild, du siehst es ja nicht. Aber ja, das ist jetzt der Zwischenstand. Ich sehe es nicht, weil ich das praktisch am Ende erst sehen möchte, auch aus persönlichem Wunsch. Und weißt du, wer es auch zum Ende erst sieht? Fabi selber. Er hat sich noch so abgespeichert, wie er heute Morgen hierher gekommen ist. Ne? Seriösen ja. Herrn. So ist das. Naja, sind wir mal gespannt, wie das ausgeht. Später ist es fertig und dann gucken wir mal, dann gibt es die. Dann wird hier genauso viel geheult wie bei Germany's Next Topmodel beim großen Umstyling. Die witzigste Folge. Oh nein, meine Haare. Also, was ich hier sehe, sind wirklich schreckliche Bilder, muss man sagen. Also Fabi sieht, du kannst es ja nicht sehen, Klaas. Fabi sieht aktuell ein bisschen aus wie ein Mönch. wie dieser eine dicke Mönch, der auf der Bierflasche ist. Ne? Kennt ihr den? Und Paulana? Ja, so einer. Ja. So, können wir ganz kurz, das sieht schon ganz fantastisch aus. Ja. Bist du soweit zufrieden? Ja, ich bin soweit zufrieden. Ja. Ist ein bisschen schwierig wegen dem Licht. Ja. Aber ich gebe mein Bestes. Aber und warum malst du Fabi jetzt gerade an? Ja, das gibt im Prinzip noch den Konturen noch mehr Kontrast. Ja. Also die scharfen Linien werden noch mehr hervorgehoben. Ja, finde ich gut. Können wir jetzt nochmal das Fabi einmal, weil er kann sich ja nicht sehen, darf er einmal fühlen. Ja, mit seiner Hand. Ja. Fabi, fühl doch mal, was sich so abspielt. Darf ich mal deine Hand nehmen? Lass mal deinen Kopf gerade. Oh. So, das reicht. Okay. Das reicht. Also jetzt tut sich was, Klaas. Das ist wirklich spannender als jede Hochrechnung. Oh. Heiß heute, ne? Vielleicht auch ein bisschen die Angst davor, wie unser Mitarbeiter Fabi mittlerweile aussieht. Ja, lösen wir gleich noch auf. Ja, lösen wir das noch auf. Ja. So, halt ihr das mal ein bisschen vor die Augen. Halt ihr das vor die Augen. Komm mit. Führe dich mal vorsichtig zu unserem Kollegen Fabi. Klaas, 3, 2, 1. Hier ist Fabi. Fantastisch. Fantastisch. Ja. Das ist der erste Eindruck, Klaas. Es ist sehr akkurat. Also ich muss sagen, handwerklich eine Eins. Und nach der Sitzung hast du noch eine Stunde Zeit? Dann fahren wir zur Sonnenallee, machen dir ein paar Ohrlöcher. Ja? Weil ohne Ohrringe sieht das ja nicht aus, meine Damen und Herren. Apropos Aussehen. Jetzt will ja auch Fabi gern wissen, wie sehe ich eigentlich aus? Ja. Deswegen erstmal vielen Dank, Shane, für diesen fantastischen Besuch. Ja. Extra aus der Schweiz hier angereist. Danke, vielen lieben Dank. Merci. Und ob sich Fabi auch bedankt, das sehen wir jetzt. Fabi, ich überreiche dir jetzt feierlich den Spiegel. Fabi, hat sich die lange Anreise gelohnt? Irgendwie schon. Hast du dich hinten auch gesehen? Alter. Das geht ja nicht. Hat er vorne keinen Spiegel? Ja? Das ist ja absurd. Ja. So, also, wir bewundern uns jetzt alle gegenseitig, aber hauptsächlich Fabi. Kommt nächste Woche einer zu Gast? Weiß nicht, irgendeiner kommt. Fabi. Was weiß ich, ansonsten Fabi und sagt, wie die Woche so verlaufen ist in seinem neuen Leben.